Fortsetzung von Funktion und Feld der Sprache und des Sprechens in der Psychoanalyse, Seite 160. Aufrechterhalten wird es durch die subjektive Beziehung zum Herrn, insofern es dessen Tod erwartet. Der Zwanghafte zeigt in der Tat eine der Verhaltensweisen, die Hegel in der Dialektik von Herr und Knecht nicht entwickelt hat. Der Knecht hat angesichts der Todesgefahr nachgegeben, in der die Gelegenheit zu herrschen ihm im Kampf um reine Anerkennung angeboten worden ist. Da er aber weiß, dass er sterblich ist, weiß er auch, dass der Herr sterben kann. Infolgedessen kann er sich darauf einlassen, für den Herrn zu arbeiten und in der Zwischenzeit auf Genuss zu verzichten. In der Ungewissenheit über den Augenblick, in dem der Tod des Herrn eintreten wird, wartet er. Das ist der intersubjektive Grund des Zweifelns wie des Aufschiebens, die Charakterzüge des Zwanghaften sind. All seine Arbeit verläuft unter Anleitung dieser Intention und wird durch sie doppelt entfremdend. Denn nicht bloß wird das Werk des Subjekts ihm von einem anderen entwendet, was die Grundbeziehung jeder Arbeit ist, sondern die Anerkennung seines eigenen Wesens durch sich selbst entgeht dem Subjekt nicht weniger in seinem Werk, indem diese Arbeit ihre Begründung findet. Denn es selbst ist nicht in ihm, es ist in dem antizipierten Augenblick des Todes des Herrn, von dem an es selbst leben wird. Doch während es diesen Augenblick erwartet, identifiziert es sich mit dem Herrn als einem Toten und ist aufgrund dessen selbst bereits tot. Nichtsdestoweniger bemüht es sich, den Herrn durch die Vorführung der guten Absichten zu täuschen, die in seiner Arbeit zutage treten. Die braven Kinder des analytischen Katechismusunterrichts drücken diesen Sachverhalt in ihrer rüden Sprache aus, wenn sie sagen, das Ego des Subjekts trachtet danach, das Superego zu verführen. Diese intrasubjektive Formulierung wird unmittelbar entmystifiziert, sobald man sie in der analytischen Beziehung sieht, in der das Working Through des Subjekts in der Tat zur Verführung des Analytikers benutzt wird. Wenn der dialektische Fortschritt der Kur sich einer Infragestellung der Intentionen des Ego bei unseren Subjekten nähert, ist es denn auch kein Zufall, dass das Phantasma vom Tod des Analytikers oft in der Form einer Befürchtung, ja der Angst, niemals ausbleibt. Das Subjekt beginnt dann stets erneut mit einer noch demonstrativeren Vorführung seines guten Willens. Wie kann man infolgedessen die Wirkung einer gewissen Geringschätzung bezweifeln, die der Herr dem Produkt einer solchen Arbeit entgegenbringt? Der Widerstand des Subjekts kann ihretwegen völlig durcheinander geraten. Fortsetzung folgt.